Hallo, herzlich willkommen zu diesem neuen Rezeptvideo. Es gibt heute vegane Burger, und zwar die leckersten veganen Burger, die ich jemals gegessen habe. Und dabei machen wir nicht nur die Burger Patties selbst, sondern auch die Burger Brötchen, also die Buns, machen wir selbst. Und das Besondere an den Buns ist, dass sie schwarz sind, also Black Buns sind das sozusagen. Wie das geht, zeige ich euch natürlich gleich. Und wir machen auch noch die Soße selbst, also so eine vegane Art Mayonnaise oder Burgersoße. Die machen wir dann auch noch selbst. Und es gibt eine Geheimzutat, die diese Burger Patties super, super lecker machen. Damit kann man die richtig nochmal aufpeppen. Und was das genau für eine Zutat ist, das verrate ich euch, wenn es soweit ist. Also bleibt am besten bis zum Schluss dran. Und eines noch vorweg, die Teigmenge für die Brioche Buns reicht für 9 Stück aus, sodass ihr auf jeden Fall welche übrig haben werdet, weil die Masse für die Burger Patties, das reicht für mindestens 4 sehr große Burger Patties. Ihr könnt auch 5 daraus machen. Je nachdem, wie flach ihr die dann eben drückt und wie groß ihr die macht oder haben wollt. Dann könnt ihr die Burger Buns, die ihr übrig habt, die könnt ihr einfach so als Brötchen dann noch essen oder ihr friert sie ein, sodass ihr beim nächsten Mal nicht wieder diesen großen Aufwand habt, weil der Hefeteig, das geht ja auch eine Zeit lang, das ist ja auch dann, ich finde, das ist nicht insgesamt viel Arbeit, also das finde ich gar nicht, sondern ich finde, das ist einfach, man braucht eben auch viel Zeit dazu, wenn man den Hefeteig, wenn man eben die Brioche Burger Buns auch selbst machen möchte. Und für diejenigen von euch, die die Brötchen nicht selbst machen wollen, sondern jetzt welche dazu kaufen, ihr könnt einfach ein Stückchen weiterspulen. Ich blende euch mal die Zeiten ein und ja, jetzt beginnen wir einfach mal mit den Brötchen. So, ich fange an mit den Burgerbrötchen, mit den Buns. Was wir dazu brauchen, ist pflanzliche Milch. Ich habe jetzt hier etwas Sojamilch. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch dann gerne nochmal in die Infobox unten rein. Wir brauchen Dinkelmehl, wir brauchen Rohrzucker, kann auch ein anderer Zucker sein, ein bisschen Wasser, dann 1/3 Würfel Hefe, dann habe ich hier vegane Butter und oder vegane Margarine kann man auch nehmen und eben als besonderen Gag, um schwarz zu kriegen, habe ich hier Aktivkohlepulver, ganz feines. Das brauchen wir dann auch. Und zum Verzieren habe ich jetzt hier nachher noch etwas schwarzen Sesam, wer das gerne möchte. Das ist ja nicht unbedingt erforderlich, sieht einfach nur dann schön aus. Und wie gesagt, ihr könnt auch auf diese Schwarzfärbung verzichten. Ich wollte das einfach mal gerne als Gag machen, ein bisschen einbauen. So, wir fangen damit an, die Sojamilch ganz leicht zu erwärmen. Das heißt, dass sie so handwarm ist. Wirklich auf keinen Fall heißer machen, weil ansonsten euch die Hefe schnell kaputt geht. Und dann kann ich das ja hier wieder drin machen. Genau. Ich nehme gerade einen Löffel. Einfach ganz kurz auf dem Herd erwärmen, die Sojamilch. Dabei am besten immer mal fühlen, das geht nämlich sehr schnell. Mit der machen wir dann diesen Vorteil, beziehungsweise setzen die Hefe an. So. Mal fühlen. Ja, das reicht schon. Also ich habe es jetzt wirklich nur ganz kurz gemacht. Dann gebe ich das jetzt hier zurück. Und die Hefe, also erst gebe ich noch ein bisschen Zucker rein. Habe ich ja auch gesagt, dass ich den brauche. So, ich nehme hier mal 2 gehäufte Teelöffel. Achso, das waren vorhin übrigens 180 Milliliter Sojamilch, dann 2 gehäufte Teelöffel von dem Zucker. Das rühre ich hier ein bisschen rein und dann brösel ich einfach diese Hefe hier in diese aufgewärmte Sojamilch. Okay, dann vermische ich das noch so ein bisschen und jetzt jetzt lasse ich das so 10-15 Minuten stehen und dann bildet sich ja so ein bisschen, dann fängt die Hefe an zu arbeiten, dann bildet sich so ein bisschen Blubber oder Schaum und dann wisst ihr auch, dass die Hefe in Ordnung ist. Nämlich wenn das nicht passiert, dann ist die Hefe vielleicht schon um und ihr braucht eine neue oder ihr habt vielleicht auch Trockenhefe. Ihr könnt natürlich auch Trockenhefe benutzen, aber ich mache das viel lieber mit frischer Hefe, weil ich finde, dass es dann einfach noch viel besser riecht nachher. Also ich komme auch einfach mit frischer Hefe besser zurecht. Ich finde, dass sie besser geht. So, jetzt sind 10 Minuten um. Die Hefe hat hier so ein bisschen Blasen gebildet. Und jetzt kann ich schon mal anfangen, das Mehl abzuwiegen. Und zwar brauchen wir 500 Gramm von diesem Dinkelmehl. Das gebe ich jetzt einfach mal in eine große Schüssel schon mal rein.
So. Und dann, das habe ich vorhin nicht erwähnt, brauchen wir noch etwas Salz. Und zwar 10 Gramm, die gebe ich jetzt auch direkt zu dem Mehl. So, das sind so ungefähr etwas weniger als 2 gehäufte Teelöffel. Und jetzt kommt die Aktivkohle noch da rein. Da gebe ich mal 2 gehäufte Teelöffel rein. Das sind ungefähr 12 Gramm. Und das Ganze, das vermische ich in der Schüssel schon mal. Und dann mache ich eine Mulde in die Mitte. Und da gebe ich jetzt meine Mischung, meine Hefe-Sojamilch-Mischung rein. Und jetzt kommen noch 100 ml Wasser dazu. Und die Butter, die habe ich schon mal abgewogen. Also diese vegane Butter, das sind 75 Gramm und habe das in so Flöckchen, ich habe da so Flöckchen draus gemacht. Das gebe ich jetzt auch da rein. So, ich vermische das Ganze jetzt mit einem Holzlöffel. Ganz grob einfach mal, dass es so ein Klumpen gibt, sage ich jetzt mal. Und den Rest darf bei mir die Küchenmaschine machen, weil das wird nämlich 10 Minuten lang mit der Küchenmaschine geknetet. Ihr könnt das selbstverständlich auch mit der Hand machen. Ich mache es jetzt mit der Maschine. So. Ich zeige euch noch mal einmal, wie das jetzt aussieht. Also noch nicht sehr homogen. Ihr könnt die Küchenmaschine auf schwächste Stufe stellen und dann 10 Minuten kneten lassen. Ja, jetzt ist der Teig seit 10 Minuten hier in dieser Knetmaschine und ich zeige euch mal das Ergebnis. Wow, der rutscht jetzt so, ich zeige es mal in die Kamera. Ich glaube, dass er richtig schön geschmeidig ist. Ich nehme ihn jetzt mal hier vorsichtig vom Mixer, vom Mixstab, vom Knethaken. Oh ja, der sieht super aus. Ich halte es mal in die Kamera. Jetzt geht das hier nicht ab. Das habe ich schon mal öfters gehabt. Ich halte es mal in die Kamera. So, der Teig, da brauche ich jetzt keine Kugel mehr zu formen. Die hat sich schon selbst gebildet. Der ist richtig schön geschmeidig geworden. Und den werde ich jetzt mal abdecken mit ein bisschen Frischhaltefolie. Und dann muss der eine Stunde ungefähr gehen oder eben bis sich die Teigmenge verdoppelt hat. Ich lasse ihn im Backofen gehen. Der Backofen hat ein Programm zum Hefeteig gehen lassen. Das heißt, er hat dann immer diese gewünschte Temperatur. Ich habe jetzt auf 35 Grad gestellt und dann sage ich eine Stunde und dann ist der Teig normalerweise schön aufgegangen. Ihr könnt das einfach an irgendeinem warmen Ort gehen lassen oder ihr nehmt euren Backofen und wenn er diese Funktion nicht hat, macht ihr den einmal ganz kurz warm, aber wirklich nur ganz kurz. Und dann stellt er den Hefeteig da rein, also dass der wirklich nur ein ganz bisschen Hitze hat. Während der Hefeteig geht, können wir uns jetzt um die vegane Soße kümmern. Also um die Burgersoße oder vegane Mayonnaise, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Dazu braucht ihr Sojamilch. Also ich habe die Erfahrung gemacht, es geht mit anderen Pflanzenmilch auch, aber mit Sojamilch gelingt es besonders gut. Ein neutrales Pflanzenöl. Ich habe jetzt in dem Fall Rapsöl. Ihr könnt auch ein Sonnenblumenöl zum Beispiel nehmen. Dann etwas Senf, ein wenig Zitrone und Salz und nach Belieben noch andere Geschmackszutaten. Das erzähle ich dann gleich. Ich habe in dem Fall ein Chutney und dazu kommen wir gleich. So, ich habe schon mal 50 ml von der Sojamilch abgemessen und da gebe ich jetzt einen Teelöffel Senf rein. Und das Ganze püriere ich schon mal. Ich halte das mal ein bisschen hier in die Kamera. Das steigt jetzt, sodass man merkt, dass das jetzt sich sehr gut verbindet. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist,
Nehmt unbedingt ein hohes, schmales Gefäß und kein breites Gefäß, sonst kommt da nicht genug Luft rein, weil der Mixer da nicht richtig eintaucht und dann gelingt die Mayonnaise nicht oder vegane Soße nicht. Ich habe das jetzt so ein bisschen emulgiert hier mit dem Mixer und jetzt gebe ich ganz in einen ganz feinen Strahl dieses Öl dazu, während ich die ganze Zeit mixe. Hier schon richtig dickflüssig wird. Ich halte es mal so in die Kamera. Ein bisschen weiter. So, das ist jetzt so richtig schön mayonnaiseartig fest geworden. Ich halte es nochmal in die Kamera. Und von der Ölmenge her würde ich sagen, einfach nach Gefühl. Je nachdem, wie viel Mayo ihr nachher haben wollt oder vegane Soße ihr nachher haben wollt. Ich stoppe jetzt hier. Also ich würde mal sagen, ich habe ungefähr noch mal 50 ml Öl genommen. Jetzt grob geschätzt, also zu den 50 ml Sojamilch. Und jetzt kommt noch ein bisschen Zitronensaft dazu. Ich würde mal sagen, so, das ist jetzt nicht voll der Teelöffel, der Esslöffel. Ich würde mal sagen, so die Menge von einem Teelöffel. Auch nochmal da rein. Dann etwas Salz, einfach ein bisschen nach Belieben. Ich gebe jetzt hier mal eine große, zwei Prisen habe ich jetzt reingegeben. Und jetzt gebe ich das Chutney rein. Ich habe jetzt hier ein Lime and Chili Chutney. Ihr könnt auch ein Mango Chutney nehmen oder was auch immer. Das ist jetzt einfach eine Idee. Ihr könnt aber auch eine ganz andere Variante machen, zum Beispiel indem ihr ein bisschen Paprikapulver reingebt, ein bisschen Pfeffer, ganz wenig Knoblauchpulver und dann eine kleine Gewürzgurke in ganz kleinen Würfeln und die dann unterhebt. Dann habt ihr so eine klassischere Burgersoße. Also ich wollte das einfach mal mit dem Chutney ausprobieren. Und da gebe ich dann jetzt einen gehäuften Teelöffel rein. So, habe ich hier noch Platz. Ja. Mal zur Seite und das arbeite ich jetzt auch mal kurz unter. So, ich zeige das jetzt auch gleich nochmal in die Kamera. Also so sieht jetzt diese Burgersoße aus und die stelle ich jetzt einfach kalt. Und jetzt geht's endlich los mit den veganen Patties. Dazu braucht ihr unbedingt eingeweichte Hülsenfrüchte. In diesem Rezept habe ich mich dazu entschieden, eine Mischung aus Beluga-Linsen, also schwarzen Linsen, und schwarzen Bohnen zu nehmen. Ihr könnt aber auch nur das eine oder nur das andere nehmen. Wichtig ist eben, dass das Ganze über Nacht eingeweicht ist in kaltem Wasser. Also erst spült ihr die gründlich ab in einem Sieb. Und dann legt ihr die in eine Schüssel mit jede Menge Wasser rein und über Nacht lasst ihr das einweichen. Die werden nicht gekocht und das ist auch wichtig, weil sonst haftet der Teig nachher nicht aneinander, dieser Patty, diese Frikadelle, die würde dann sehr stark zerfallen und es würde lange, lange, lange nicht so knusprig werden. Und dieser Patty wird, obwohl er vegan ist und kein Fleisch drin ist, trotzdem richtig knusprig sein außen, also innen saftig und außen knusprig. Also diese eingeweichten Hülsenfrüchte, ich habe jetzt 100 Gramm Beluga-Linsen und 100 Gramm schwarze Bohnen genommen, die habe ich jetzt nochmal abgespült und dann wirklich jetzt, während ich schon die ganze Zeit das Rezept gemacht habe, gründlich abtropfen lassen, dass es nachher nicht zu nass alles ist. Ja, und was ihr außerdem braucht, ist eine kleine rote Zwiebel, dann Salz, Pfeffer, Gewürze und zwar süßes Paprikapulver und scharfes Paprikapulver. Dann Kreuzkümmelpulver und ein Bund Blattpetersilie. Ich habe das jetzt schon gewaschen und auch abtropfen lassen eine ganze Zeit lang. Und ein bis zwei Knoblauchzehen, je nach Geschmack. Jetzt kommt die geheime Zutat. Was ihr auch braucht, ist Kapern. Und zwar habe ich jetzt hier so ein kleines Glas Kapern. Da sind jetzt 60 Gramm Abtropfgewicht drin. Und die Kapern werde ich jetzt auch einmal gründlich abtropfen lassen. So, die lege ich jetzt, habe ich jetzt abtropfen lassen, die lege ich jetzt hier mal beiseite.
Aber wir beginnen erstmal mit dieser Patty-Masse. Ich habe jetzt hier einen Mixtopf. Ihr könnt irgendeinen Hochleistungsmixer nehmen. Ich mache das jetzt im Thermomix, dass ich das dann gleich püriere. Und jetzt gebe ich eben die abgetropften Hülsenfrüchte in den Mixer. Dann habe ich hier meine Zwiebel. Die mache ich auch mal grob in Stücke. Kommt auch hier rein. Dann die beiden Knoblauchzehen und die Gewürze. Ich nehme jetzt hier einen gehäuften Teelöffel Salz, dann einen halben Teelöffel Pfeffer. Von dem süßen Paprika nehme ich auch einen Teelöffel, den nehme ich mal gehäuft. Wer da hat, kann gerne Räucherpaprika nehmen. Und überhaupt, man kann auch generell Räuchersalz für dieses Rezept nehmen. Dann von dem scharfen Paprika nicht so viel, sondern nur noch ein kleines bisschen dazu. Und einen Teelöffel Kreuzkümmel. Das gebe ich jetzt einfach mal alles in den Mixer. Zusammen noch mit dieser Petersilie. Und da das so ein, also der Mixer ist ja sehr stark, das heißt, ich kann die Stiele hier mitverwenden. Ich nehme jetzt nicht die Stiele bis hier unten, aber ich trenne das hier von dem Bund einfach ab. Dann schneide ich das mal grob vor und dann gebe ich das auch alles noch mit da rein. So. Und natürlich, wie ich schon sagte, die Kapern, die abgetropften. So, das Ganze gebe ich jetzt in den Mixer und dann mache ich einen kurzen Schnitt. Die Masse ist jetzt gemixt bzw. püriert. Ich zeige das auch nochmal in die Kamera. Und die fülle ich jetzt einfach um. So sieht die fertige Masse aus für unsere Burger Patties. Ich kann mal die Konsistenz kurz vorführen. Die ist also relativ weich, aber sie bildet auf jeden Fall eine feste, also man kann damit eine feste Einheit machen, eine feste Frikadelle oder ein festes Patty formen. Wie man sieht, ich werde allerdings gleich meine Burgerpresse dazu benutzen, weil mir die dann einfach besser gelingen, dass sie dann schön gleichmäßig groß und gleichmäßig flach sind. Aber das dauert ja noch, bis wir die Burger braten können, weil unsere Brötchen dann noch nicht so weit sind. Yes, der Teig ist endlich fertig, also beziehungsweise der ist jetzt gegangen eine Stunde und er ist richtig schön groß geworden und sieht ganz toll schwarz immer noch aus. Ich gebe den jetzt einfach mal hier auf eine bemehlte Arbeitsfläche. Sekunde, bisschen Mehl. So. Achso, vielleicht ziehe ich mir Handschuhe an. Ja, vielleicht ist es besser. Ich habe schon Handschuhe bereitgelegt, weil ich keine Lust habe, nachher komplett schwarze Hände zu haben. So, auf jeden Fall falte ich jetzt den Teig einfach noch ein paar Mal. Ups, das ist mit den Handschuhen nicht so einfach. Okay, ich habe jetzt einfach ein paar Mal noch gefaltet und jetzt, ich wiege das ab, jetzt mache ich daraus einfach, kann ich die Folie hier drauflegen, 9 kleine Kugeln und die lege ich auf ein Backblech, das habe ich auch schon vorbereitet, ein Backblech mit Backpapier, das muss allerdings auch ein bisschen, da muss ein bisschen Mehl noch drauf, das streue ich jetzt mal hier so rüber, okay. Und jetzt wiege ich einfach immer ca. 90 Gramm von dieser Teigmasse hier ab. Das war jetzt ein bisschen viel. Und dann mache ich daraus so Kugeln, indem ich die einfach immer so von, ich halte das mal ein bisschen näher an die Kamera, immer von außen so nach innen ziehe, ein paar Mal. Dann habe ich jetzt hier, ihr seht, das ist so eine wunderschöne kleine Kugel und die lege ich jetzt hier aufs Backblech und davon mache ich jetzt 9 Stück. Ja, fertig. Alle 9 liegen jetzt auf dem Backblech als Kugeln und jetzt gebe ich dann noch mal ganz klein bisschen Mehl drauf
damit mir da nichts anhaftet, weil ich möchte die jetzt nochmal abdecken. So. Ich werde die jetzt nochmal abdecken. Etwas Frischfolie. Ich gebe etwas Frischhaltefolie drüber und noch ein Handtuch. Und jetzt lasse ich die noch mal 10 Minuten so ruhen und dann drücke ich die platt. 10 Minuten sind um. Jetzt sind die Teigkugeln noch mal ein ganz klein wenig aufgegangen. Okay, und jetzt drücke ich die platt. Dazu mache ich mir aber lieber was Mehl an die Hände. Das klebt nämlich ein bisschen. Ich halte es mal in die Kamera. Also ich finde, das ist eine sehr schöne Ausgangsgröße für einen Burger. Jetzt gilt nochmal etwas Geduld zu haben. Ich nehme nochmal ein bisschen Mehl und bestäube die nochmal ganz leicht mit Mehl, weil ich das nochmal jetzt gehen lasse. Okay, so dass die Folie nicht haften bleibt. Und jetzt gebe ich nochmal das Handtuch drauf. Und jetzt sollten die nochmal 20 bis 30 Minuten gehen. Und ich würde sagen, innerhalb der letzten 10 Minuten, je nachdem wie lange euer Ofen braucht zum Vorheizen, könnt ihr den dann schon mal auf 220 Grad vorheizen. Ach so, noch kurz zu der Aktivkohle, die ich hier in dem Teig drin habe, damit er schön schwarz wird, weil das ja das Besondere eben optisch an diesen Burger Buns ist. Aktivkohle an sich ist jetzt nicht gesundheitsschädlich. Die wird ja auch zum Beispiel in Zahnpasta benutzt oder man nimmt sie in Form von Kohlekompretten ein, wenn man Durchfall hat oder manche Leute, also sie bindet sozusagen Schadstoffe und manche Leute nehmen das dann ein, um Schadstoffe aus dem Körper auszuleiten. Aber die würden eben nicht nur Schadstoffe, sondern auch Vitamine binden und ausleiten. Deswegen ist das jetzt eine Sache, die man nicht dauernd isst. Man isst nicht dauernd etwas mit Aktivkohle, sondern das ist einfach so ein Gag, den man ruhig ab und zu mal machen kann. Dann ist es nicht schädlich. So, jetzt habe ich die Buns 20 Minuten gehen lassen und jetzt nehme ich vorsichtig die Folie ab. Ja, die sehen richtig schön aus und richtig schön schwarz. Ich halte sie nochmal in die Kamera. Und damit sie nachher auch schön glänzen, bestreiche ich die jetzt noch ein bisschen mit Sojamilch. Und ich bestreue jetzt die Buns noch mit schwarzem Sesam, einfach so, weil es schön aussieht. Okay, jetzt können Sie ab in den Ofen. Den Ofen habe ich ja auf 220 Grad vorgeheizt, Ober-Unterhitze, also falls Sie noch keine Ober-Unterhitze eingestellt haben, jetzt Ober-Unterhitze einstellen und dann denke ich mal, brauchen die so zwischen 15 und 17 Minuten, so ungefähr. Auf der mittleren Schiene habe ich die reingegeben. Jetzt sind die Burger Buns im Backofen. Und mein Backofen hat so eine Klimagarfunktion. Das heißt, der kann solche Dampfschwaden erzeugen. Wenn das euer Backofen nicht habt, dann stellt noch eine Schüssel mit heißem Wasser unten in den Backofen rein, sodass sich da Dampf bilden kann. Und dann werden die Brötchen ganz besonders schön so soft. In der Zwischenzeit kann ich ja mit meinen Vorbereitungen weitermachen. Ich habe jetzt hier eine Tomate in Scheiben geschnitten, eine Gurke in Scheiben geschnitten und dann habe ich hier noch etwas Salat, knackigen Salat. Ich habe in dem Fall Maiwirsing, den gab es gerade und davon hatte ich noch was. Ihr könnt ganz normalen Kopfsalat nehmen oder wonach euch ist. Euch fällt bestimmt auch noch anderes ein, was ihr vielleicht auf eurem Burger sehr gerne habt. Und ich kann jetzt endlich damit anfangen, meine Burger Patties zu braten. Ich brate die jetzt in zwei Pfannen, weil ich die gleichzeitig braten möchte. Ich heize die Pfanne mal auf einer mittleren, also mittel bis hohen. Ich habe jetzt Stufe 7 von 9, heize ich die schon mal vor
Und dann gebe ich etwas Bratöl rein. In dem Fall dürfen wir da nicht zu sparsam sein. Keine Sorge, das haftet ja nicht nachher alles an diesen Patties dran, sondern ein ganzer Teil verbleibt auch noch in der Pfanne. Ich nehme hier eine Burgerpresse. Ihr könnt das aber auch mit der Hand formen. Und ich teile mir den Teig jetzt erstmal ein, dass ich sehe, wie viel ich ungefähr habe, wenn ich 4 riesige Patties machen möchte. Und dann klatsche ich mir das hier rein in meine Burgerpresse. So. Ich nehme übrigens Frischhaltefolie, in die ich die Burgerpresse einwickle und auch diesen Stempel, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es dann, oh, das sieht super aus, dass es dann nicht so anklebt. Ja, und jetzt gebe ich die in das heiße Fett rein. Nehme ich mal meinen nächsten. Ich würde mal sagen, die sind so, die dürfen jetzt nicht zu dick sein, damit die innen drin auch ein bisschen durch sind. So. Und jetzt brauchen wir von jeder Seite so 3 Minuten. Meine Patties sind jetzt fertig. Ich halte es mal einmal in die Kamera. Und jetzt gebe ich die zum Entfetten einfach nochmal auf einen Teller mit ein bisschen Küchenpapier. Also die sehen richtig schön knusprig aus. Und das gelingt euch nur, weil ihr die Hülsenfrüchte nicht gekocht habt, sondern einfach so, wie sie waren, also eben eingeweicht habt und dann eben püriert habt. Wow! Die sehen richtig gut aus, oder? Wie findet ihr das? Also es sieht aus wie verkohlt, aber das ist ja halt gerade der Gag. Also mir gefallen sie richtig gut. Ich lasse die jetzt nochmal auf dem Gitterrost ein bisschen abkühlen. Die sind ein bisschen aneinander gebacken, 2 davon, aber das ist ja kein Thema. Also mir gefällt es richtig gut, so wie die aussehen. Die sind noch ganz heiß. Und jetzt mache ich noch Folgendes. Die sehen schön aus, finde ich. Ich nehme jetzt noch ein Küchenhandtuch, ein sauberes. Und das sprühe ich mit Wasser ein. So ein bisschen, dass es so leicht feucht ist. Und dann esse ich das rum. Lasse ich die Brötchen da noch ein paar Minuten drunter abkühlen. Das ist nicht feucht genug. So, dann lasse ich die jetzt einfach noch ein paar Minuten darunter abkühlen. Dann bleiben die nämlich ein bisschen weicher. Und jetzt geht es endlich an die Fertigstellung. Die Brötchen, finde ich, sehen richtig schön aus. Ich schneide jetzt mal eins auf. Na, hier. Wow. Sieht echt aus wie Kohle innen drin. Also, sieht toll aus, finde ich. Ja, meine Burgersoße, diese selbstgemachte, habe ich schon mal bereitgelegt. Die gebe ich jetzt hier drauf. Dann nehme ich jetzt als nächstes ein Salatblatt, in dem Fall ist es halt ein Wirsingblatt. Dann meinen schönen knusprigen Burger Patty. Ein bisschen Gurke. Wer will, kann natürlich auch Käse oder veganen Käse dazu tun, je nachdem, was ihr gerne esst. Und noch ein bisschen Tomate. Nochmal ein Salatblatt und den Deckel. So, also ich würde sagen, der kann sich sehen lassen, oder? Ich finde das Farbenspiel so schön mit diesem Schwarz hier oben. Und was ich toll finde, ist, dass eben dieser Patty so schön knusprig geworden ist. Das werdet ihr, wenn ihr das nachmacht, ja dann eben auch merken. Und durch diese besondere Zutat, diese geheime Zutat, die Capon, das ist wirklich ein Game Changer, das kann ich euch versprechen, für diesen veganen Patty.
der dadurch so einen richtigen Geschmackspfiff bekommt. Also ich freue mich auf jeden Fall, den nachher verhaften zu dürfen. Und ja, wenn ihr Lust habt, das nachzumachen, dann freue ich mich darüber, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, wie es euch gelungen ist. Und vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Ideen, was man da noch so variieren kann. Ja, ich bin sehr gespannt darauf. Ich hoffe, euch hat das Rezeptvideo sehr gut gefallen. Falls ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn euch mehr solche Sachen interessieren, dann abonniert doch einfach meinen Kanal, dann könnt ihr nichts verpassen. Ich bin Rita von Rita Loves und ich mache Videos zu den Themen gesunde Ernährung, Rezepte, ein bisschen Beauty, Mindset, Sport, insbesondere Fitnesssport. Also wenn ihr da irgendwie in dem Bereich Interesse habt und auch vielleicht über 40 oder über 50 seid, dann seid ihr auf meinem Kanal auf jeden Fall richtig. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und ja, wenn ihr die Burger gemacht habt, einfach guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Eure Rita.